So, ich probiere das hier mal erneut gegen Kid Curry. Diesmal muss es klappen. So, ich habe mir schon eine kleine Taktik zurechtgelegt. Ganz schnell erstmal jetzt hier hinflitzen. Und jetzt werfen wir von hier aus die Dynamitstangen zu ihm. Und ihr seht, damit machen wir ihm sogar ordentlich Druck. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt holt er nämlich seine Boys. So, weiter geht's hier. Oh oh. Ich bekomme hier Schaden rein. Das ist nicht gut. Schaden reinzukriegen ist niemals gut. Oh, weiter geht's zurück. Shit. Ich muss schauen, weil er holt hier nebenbei immer noch seine Verbrecherkumpels. Und weiter geht's. Nein! Nein! Oh, scheiße! Shit, okay, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil so weit habe ich den ollen Kid Curry noch nicht runtergeboxt. Okay, der macht also noch ordentlich Druck da mit seinen Leuten. Jetzt habe ich meinen Ton ein bisschen zu leise eingestellt. So. Okay, also auf alles gefasst sein hier. Und vor allem, wenn er dann so auf Hälfte Leben ist, holt er seine Verbrecherkumpels. Vor allem auch einen ziemlich starken, okay, jetzt mache ich gerade weniger Schaden. Ich glaube, die Dynamitstange traf nicht. Ja, jetzt trifft sie richtig. Aber jetzt kommen die Jungs. Was zur Hölle? Ich mach dich fertig, du böser Junge. Okay, jetzt dürfte der Typ kommen. Da hinten kommt er auch. Okay. Ja. Es ist ja nicht so, dass dieser Typ da leicht nervt. Der Schrotflinten-Heini hier. So, den hätten wir. Kurz regenerieren. Und dann geht's weiter mit Kid Curry. Ich hoffe, die hatten jetzt nicht noch mehr so personelle Überraschungen für mich auf Lager. Scheiße. Wieso? Jetzt hab ich mich selber weggesprengt hier. Okay. Boah, der Kampf ist schon mal richtig fies jetzt hier. So, muss ich sagen, der schlimmste Kampf bisher. Okay, aber wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Kid Curry wird heute sterben. So. Yep, der Winkel ist gut. Was zur Hölle? Warum? Warum treffen meine... Uah, meine Dynamitschangen treffen nicht mehr. Hilfe. Mal nachladen. Ich habe ja auch nicht unendlich Dynamitstangen zur Verfügung. Ich muss, oh, was zur Hölle? Wieso treffen die nicht mehr? Also er schießt die ja vorher ab, oder wie? Oh nee, das gibt's ja nicht. Was zur Hölle? Warum? Wieso kann er die plötzlich so abwehren und vorhin hat er die nicht abgewehrt? Erklär mir das mal einer. Ich weiß, liebe Leute, es ist wieder mal haarsträubend, wie der Hyuga hier gerade spielt, aber glaubt es mir, das ist gar nicht mal so leicht. So. Hier, schaut mal, das Ding geht ja schon wieder mal vorher hoch. Was ist da los? Hallo? Was geht hier gerade ab? Ich meine, ich werf die doch wie letztes Mal, die Dinger. Und die treffen einfach nicht, gehen vorher schon hoch.
Will er mich hier verklapsen oder was? Geht ja mal gar nicht. So. Hier, toll. Fliegt zwar in seine Richtung, aber trifft ihn nicht. Hä? Kann das mir mal einer mal erklären? Vielleicht einen höheren Bogen werfen, dann geht das Ding in der Luft hoch. Und jetzt jetzt treffe ich mich selbst damit, aber... Hä? Eben hat das doch alles noch so wunderbar geklappt. Eben konnte ich doch... ja. Die Taktik ist, ihm die Granaten in die Fresse zu werfen. Und dann holt er halt an zwei Orten, in zwei Momenten holt er halt seine Kumpels ran. Ja, komischerweise, so klappt es jetzt wieder. Okay. Ich krieg niemals genug. Okay, da kommt er schon. Nein! Och, fuck! Wieso kriege ich diesen Wichser da nicht klein? Mann, ey, das geht mir auf den Sack, dieser ganze Kampf hier. Kann ja nicht sein, dass man sich in so einem Spiel nochmal anstrengen muss. Okay, also wir kriegen das hin. Oh, krass. Also erstmal wieder hier den richtigen Winkel finden. Der Winkel, mit dem ich dann auch treffe und dann auch möglichst viel Schaden mache. Weil jetzt mache ich irgendwie gerade ziemlich wenig Schaden. Oh Mann, ey, das ist hier echt der Kampf des Jahrhunderts, oder was? Vor allem, ich krieg nicht mehr den Winkel rein, mit dem ich ihnen den vollen Schaden mache. Naja, egal. Okay, ich brauch nachladen. Ach, gepanzerter Scharfschütze. Ah, okay. So, erledigt. Ich glaube, ich habe aber nicht mehr so viele Dynamitstangen. Heißt, ich muss jetzt hier wirklich akkurat treffen. Ein Knife Runner. Ja, ein Läufer. Okay. Wahrscheinlich meine letzte Ladung Dynamitstangen. 5 Stück. Das muss jetzt einfach klappen. Das muss einfach jetzt klappen. Oh, das war ja schon mal 2 daneben geworfen. Okay, ich hab jetzt kein Dynamit mehr, oder? Ah doch, das Dynamit lädt sich hier hinten nach. Okay, wenigstens das funktioniert. Okay, jetzt wieder ran an den Stein. Oh Gott. Drückt mir die Daumen, Leute.
Wenn das jetzt klappt. Okay. Wir haben ihn gleich. Nur noch eins, zwei Dynamitstangen und der Bastard ist tot. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Boah. War ein knallharter Kampf hier. Und tschüss. Eventually I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Oh, ein Duell mit Kid Curry. So. So, Kid. Jetzt kriegst du auch noch dein anderes Auge weggeschossen. So, warum ich mich jetzt hab sterben lassen, ihr habt es gesehen, weil ich entehrt wurde, denn ich habe vor ihm gezogen. Deswegen mache ich das Duell hier einfach nochmal. So, ich will hier ja auch gute Werte kriegen. Bin ja ein guter Revolverheld und kein eiskalter Killer. So. As he was, I was just a bit faster. Na endlich! And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Kopfschuss. Those were his last words. Oh, na endlich, da, das ist ein beschissener Kampf gewesen. Ich weiß, ich habe mich wieder ordentlich angestellt, aber naja, am Ende habe ich es ja doch noch geschafft. Immerhin 48% Präzision und bla bla blub, ehrenhaft getötet Kid Curry im Duell. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Episode 8, Jesse James. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rolled with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Der Tod reitet einen stählernen Hengst. Ja, liebe Leute, es geht gegen Jesse James, den berühmtesten Outlaw des Wilden Westens. Und was ich immer geil finde, sind immer diese ja, Wanted-Plakate. Und es geht ja das Gerücht um, dass es da auch ein kleines Spiel zwischen den Gesetzlosen gab, wer das höhere Kopfgeld gerade auf seinen Kopf hat. Ja, und Jesse James dürfte da mal ziemlich weit vorne gestanden haben auf der Abschussliste. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Okay, wir sind schon hier direkt in der Action drin, im Zug sind wir. Und haben direkt ein paar Banditen abgeknallt, haben ein neues Level gemacht. Das will ich eben noch ganz schnell hier mal verteilen. Und zwar
Scharfrichter, finde in der Nähe exekutieren. Was? Achso, finde Feinde in der Nähe exekutieren. Erziele Kopfschüsse ohne zu zielen, wenn du Q gedrückt hältst. Oh, das ist ja mega geil, ist das doch. Zack, zack, so machen wir das.